Okay. New day, new event, new everything. Wir sind jetzt hier gerade bei uns im Lager. Wir machen uns ready für das nächste Event. Wie heute steht, Neighborhood Connect Event an mit unseren Homies. Es wird uns geben, DJs geben, Drinks geben, Tooth Jams geben. Ein Tischtennis-Turnier ist so ein bisschen auch der Main Core. Leonie ist schon seit fucking 9 Uhr hier oder so am Vorbereiten. Ich bin jetzt gerade dazu gestoßen. Ich dachte, vielleicht ein cooles Event, um euch mitzunehmen, zu zeigen, was abgeht, bisschen hinter den Kulissen, Aufbau, dann was so geht, wer kommt, was alles gibt. Und deswegen starten wir gemeinsam den Tag. Wir sind noch alle so ein bisschen eingerostet, aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Leonie macht gerade die letzten Pieces ready. Hast du jetzt hier Stangen, Jacken? Das ist die Jackenstange. Ich habe jetzt hier 5 aussortiert von den Track Jackets, die nicht mitkommen. Die hängen da drüben links. Ja. Und da sind 2, die so ein bisschen jackenmäßig sind. Der Rest ist schon eher wirklich tracky. Und das willst du alles mitnehmen? Ja. Okay. Denke, wäre eine gute Auswahl. Pack die mit da drauf, weil ich glaube nicht, dass wir so viele Jacken haben. Kannst du hier mal durchgucken? Vielleicht? Die ist hart. Das ist so dünnere eher halt, oder? Mhm. Braucht jetzt kein Mensch, Digga. Mhm. Shake down, booty. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich gerade seht, aber ich schneide hier gerade so paar Mädels-Jeans um. Zu so Micro-Jorts. Ich weiß nicht, ob man die so nennt, genau, aber zu so real hot pant shit, like hot girl shit. Und wir haben ein paar coole True Religion-Hosen, die sich dafür echt gut anbieten. Weil jetzt für die Sommerzeit braucht man keine langen, sondern kurze. Hier, ich habe jetzt die ganzen Hosen gekürzt. Das sind jetzt diese Ultra Shorts. Da sind jetzt ein paar coole dabei. Viele Trueys. Und die werden jetzt hoch in den Laden gepackt und mit aufs Event genommen. Und hoffentlich finden sie 9 freshen Besitzer. Aber ja, das bin ich ziemlich positiv, optimistisch eingestellt. Okay, also so riesig ist, ne? Nee, okay. Du, dann müsst ihr, ja, guckt einfach. Ja. Ja. Wir die Umkleide hier hinstellen. Ja. Und die Kinderecke irgendwie anders platzieren. Weil hier hast du wirklich, also hier bist du voll dieser Durchzugsschiene ausgesetzt. Ja. Und hier nicht. Und hier nicht. Und dann würde ich sagen, schieben wir den Spiegel ran. Dann haben wir den hier. Ist das ein Besen? Weiß ich nicht. Okay, dann hier. Umkleide. Schieb die Umkleide hier hoch. Spiegel ein bisschen ranziehen. Ja. Auf der anderen Seite Stange. Okay. Aber Digga, die 6 Stangen gehen hier so unter. Ja. Aber mit den anderen Artists ist es wieder in Ordnung, I guess. Ja, geht schon. Verteilt sich's. Dann gehe ich jetzt noch eine Tischtennisplatte holen. Was hast du was jetzt benutzen dann hier? Ich hab mal meine Hose gerissen. Beim Fußballspiel gerade. Was guckst du so? Kein TikTok wegen. Komm! Ich hab's mir gewünscht, du hast dir gewünscht. Oh ja.
Da liegt die Vera. Da liegt die Vera. Gut. Ich sag mir, sag doch viele. Nein, nein, nein. Hey. Ha? Nicht komplett, leider. Nein, nein. Direkt ins Event, also. Was geht, Bro? Ja, wo ist der Rest? Daniel kommt gleich, ja. Der ist gerade noch irgendwie unterwegs. Ich bin nachher noch auf ein Jazz-Konzert, Bro. Da muss ich noch hin, aber sonst stehe ich noch so lange. Ja, same. Gibt's hier was zum Essen oder so? Ja, Mann. Wir haben da drüben haben wir Container mit Drinks, da wo die stehen. Und dann kriegst du da noch so. Ja, genau. So ein richtig. Weißt du, dass der so schon fast rausschaut? Checken wir jetzt Coop aus. Ah. Ja, das ist also, final step von dem ganzen Event ist jetzt, Jay Coop zu supporten. Der Bro schließt jetzt das ganze Event mit uns ab. So viele sind schon begonnen, ist mein Life. Sieht euch süß aus, gell? Was hab ich an, was man lernt für euch selber? Yeah, hella vibes, man. Ich möchte, dass ihr einmal ein riesen Lärm macht für Schatzi! Okay, yeah! Egal wo du bist, ich hoffe, du bist an mir, auch wenn ihr entfernt.